Themenblock zum großen Thema Freisein. Heute bin ich zu Besuch beim Roland Thieringer. Ja. Ja, ich habe in den letzten Wochen und Monaten habe ich in erster Linie meine Erfahrungen geteilt zum großen Thema Freisein. Und mir ist halt so die Idee gekommen, andere Menschen zu befragen. Vor allem Leute, die halt wirklich was zu erzählen haben. Und warum ich beim Roland sitze, möchte ich kurz erzählen. Und zwar habe ich am Beginn des Jahres so eine Liste aufgesetzt mit Menschen, die ich halt gern treffen würde. Einfach nur, weil ich es kennenlernen möchte oder weil ich von ihnen lernen könnte oder weil sie irgendwie gemeinsame Projekte entwickeln könnten. Und du bist bei der Liste, also du hast irgendwie überall zugetroffen und hast das auf der Liste ganz weit nach oben geschafft. Und dann hat das Universum nämlich mitgespielt und hat uns beide zu ein paar Stöckel eingeladen. Das war so ein, so ein sogenannter Zufall. Im letzten Videoblog habe ich auch drüber gesprochen. Und dann weil du warst ja bei mir in der Vorstellung. Genau, das war am Vortag. Das habe ich dann, hast du da schon gewusst, dass ich mit dir bei der Stöckel bin eigentlich? Genau, das habe ich ein paar Tage vorher. Und deswegen bist du zu mir in die Vorstellung, was auch da. Genau, dann haben wir gedacht, ja, das Programm schaue ich mir an. Okay. Und dann haben wir uns ja kennengelernt schon. Ja, und auf jeden Fall freut es mich, dass ich da bei dir sein darf, dass ich einmal kennenlernen darf, wie du da so lebst, weil man lest ja viel. Ja, Baustelle. Ja, Baustelle, aber geniale Aussicht und Natur pur. Also ich lebe mittlerweile in Wien und genieße das auch sehr, das Großstadtleben. Aber das ist halt schon eine Qualität. Naja, Großstadt ist schon schön auch. Also ich bin ja aufgewachsen in der Großstadt. Ich bin ja im 10. Bezirk aufgewachsen und für mich war Stadtleben ganz normal. Habe aber das Glück gehabt, dass meine Mutter aus dem Waldviertel ist. Mein Großvater ein Wirt aus dem Waldviertel gehabt und der ich daher immer an Ferien waren oder so, bei meiner Große dann war. Okay. Also ich habe das schon beides irgendwie genossen. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, die Stadt ist leiwand, das Land ist leiwand. Und wenn ich mir anschaue, was die Menschen in der Stadt machen, sie fahren am Wochenende aufs Land. Hm. Ja, also ins Grüne, macht man einen Ausflug, frische Luft schnappen, und das hat das geheißen immer. Ja, habe ich mir gedacht, das ist gut, aber ich mache es umgekehrt. Ich lebe an der frischen Luft und wenn ich Lust auf die Stadt habe, auf Rambazamba, dann fuhr ich in die Stadt rein. Ja. Aber mein Lebensmittelpunkt soll das Land sein und ich bin seit 1990 eigentlich lebe am Land. Ja. 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 Nein, ich brauche das auch, ich genieße auch. Ist beides gut. Beides sehr. Beides gut. Ja, ja. Bevor wir zu weit abweichen, weil mein Blog hat ja auch einen Namen, also es geht um die Freiheit und um das Freisein. Und dann möchte ich gleich mal mit der Frage starten, was bedeutet Freisein für dich? Freisein. Also die Frage ist einmal, Freisein von oder Freisein zu? Okay. Ja. Die Frage ist, kann der Mensch überhaupt frei sein? Ist es möglich, frei zu sein? Kann ich jetzt sagen, ich bin jetzt frei, ich brauche keine Luft mehr zum Atmen. Ich bin so frei. Ich bin jetzt frei von der Schwerkraft und ich schwebe einfach. Also ich glaube, dass in dem ganzen System, in dem wir leben, die Freiheit an sich nicht gibt. Okay. Also ich glaube nicht, dass es in der Natur Freiheit gibt. Es ist alles von allem abhängig. Mhm. Ja, das muss aber nicht schlecht sein, glaube ich. Also wir haben das Gefühl, wenn ich von etwas abhängig bin, dann ist das schlecht. Ja, weil ich ja abhängig bin. Das heißt, ich kann nicht selbst bestimmen. Ja. Ja. Aber es gibt eben auch Situationen, wo es gut ist, dass man nicht selbst bestimmen kann. Ja. Ein Beispiel, wenn ich jetzt unterwegs bin auf so einer Skitour, ja, mit einem Bergführer, das Wetter schlägt um, es wird schrecklich, ja, da bin ich froh, dass ich von dem Bergführer abhängig ist, weil der kennt sich aus. Ja. Der bringt mich vielleicht wieder heim, ich habe auch verloren. Also, schlimm ist es dann, wenn du einen Bergführer hast, der aber Flaschen ist, und du merkst in dem Moment, wenn es eng wird, der scheißt jetzt auch. Ja. Weil dann ist es ganz geschissen. Ja. Weil dann bist du abhängig von einem Nudellauf. Und dann wird es unangenehm. Und ich glaube, das ist das, was viele Menschen heutzutage eigentlich belastet, dass sie in Abhängigkeiten sind, aber nicht von Kompetenz, ja, von Erfahrung, sondern eigentlich von Wapplern oft. Mhm. Ja, sei es, dass der Chef eigentlich eine komplette Floschen ist, aber er halt der Chef ist. Ja. Ja, seien es unsere Politiker. Also ist, dann ist es unangenehm, Abhängigkeit. Ja. Ja, ist ein spannender Ansatz, so habe ich das noch nie gesehen. Wovon bist du abhängig
oder gerne abhängig? Ich bin gerne abhängig, ist so. Also, hört sich blöd. Das hört sich ganz blöd. Ah, ich weiß, das, aber so haben wir jetzt angefangen, jetzt müssen wir da weitermachen. Ja. Bei mir ist es so zu definieren, ich bin in dem Moment frei, wenn ich jetzt weiß, ich brauche Luft zum Atmen, wenn ich weiß, ich brauche sauberes Wasser, ich brauche Nahrung, das heißt, ich muss um diese Nahrung kümmern, in welcher Form auch immer, es ist egal, ob ich selber Nahrung habe, weil es Anbau oder Jagen gehe, oder Geld verdienen muss, um im Lebensmittelgeschäft Nahrung zu kaufen. Das heißt, ich bin abhängig von dieser Nahrung, bin aber frei, wenn ich diese Abhängigkeit akzeptiere, weil es eben so ist. Ja. Ja, wenn ich sage, ich will nicht abhängig sein davon, dass ich is und damit unglücklich bin, bin ich unfrei. Mhm. Das heißt, wenn ich mich mit einer gewissen Abhängigkeit sogar identifiziere, ich sage, das ist gut, da abhängig zu sein, das ist sinnvoll, ja, weil es eben Dinge gibt, die sind größer als ich selber bin, die sind größer als mein Denken ist, die sind größer als meine Weltbilder sind, meine Überzeugungen, ja. Und das akzeptieren, das gut finde, dann bin ich auch in einer Abhängigkeit eigentlich frei, oder? Ja. Doch, ja. Schon. Ja. Ja. Aber kannst du ein ganz konkretes Beispiel nennen aus deinem Alltag? Ist es dein, keine Ahnung, dein Motorradl, ist es dein Garten? Nein, das ist mein Publikum. Also ich bin zum Beispiel wirtschaftlich, also bin ich davon abhängig, dass Leute zu mir kommen und Geld bezahlen. Ja. Ja? Jetzt bin ich zwar frei schaffender Künstler, das heißt, ich bin nirgends angestellt. Ja, ich bin nicht beim ORF oder irgendwo, ich muss ja nicht Klinken putzen gehen, ich muss ja nicht mit Leuten essen gehen, mit denen ich essen gewöhne, nur damit ich in einer Serie eine Rolle kriege oder was auch immer. Mhm. Das muss ich nicht, ich mein Leben anders gestaltet, sozusagen frei. Das heißt, ich kann das schreiben, was ich will, ich kann es gestalten auf der Bühne, wie ich will, ja. Ich kann mir aussuchen, wann ich wo spiele, dann fahre ich dort hin und spiele. Aber ich bin abhängig davon, dass Menschen kommen und sagen, sie zahlen jetzt 25 Euro, damit sie mich ausschauen. Ja. Ja. Und das aber ist ein Beispiel. Ich bin froh, dass es diese Abhängigkeit gibt. Ja, ich finde das gut. Weil das ist eigentlich was sehr was Faires. Mhm. Es wird keiner gezwungen, dass er mich konsumiert. Ja. Ja. Ich kann niemanden durch Werbung dazu bewegen, dass er sich mich anschaut, weil ich ihm vorgauke, dass es total super fair ist, was ich mache. Das muss selber wachsen. Mhm. Das ist eine Abhängigkeit vom Publikum. Das ist mein Kapital, das Publikum, eigentlich. Ja. Und das ist okay. Mhm. Ja, ich verstehe. Ja. Ich habe ganz viel in letzter Zeit über dich gelesen und auch mal deine Videoblogs angeschaut und du hast ja vor 2 Jahren ungefähr dein Experiment gestartet. Bin ich da richtig? Ja. Also nur kurz, um zusammenzufassen für die Leute, die es nicht wollen. Du versuchst, so gut wie es geht, ohne Auto auszukommen, ohne Bankomatkarte, ohne Supermarkt, keine Medien zu konsumieren, ja, stimmt das? Keine, also ich probiere diese Mainstream-Medien wegzulassen, ich habe keine E-Mail-Adresse gehabt, kein Handy. Genau. Handy habe ich jetzt vor kurzem, oder glaube ich steht es eh in deinem Buch, nutzt du für Fahrpläne, ist das immer noch so? Ja, also das Handy an sich, wir haben zum Beispiel da ein Mobiltelefon liegen, das nimmt jetzt den Ton auf. Genau. Ja, dieses Ding kann, das hast du mir erklärt, das Bild, was wir da mit der Kamera machen, mit dem Ton dann synchronisieren mit einem App. Genau. Das ist super. Mhm. Das ist ja etwas Sinnvolles. Mhm. Ja? Ja. Man muss es nur als das, was es ist, benutzen, nämlich als Werkzeug. Mhm. Ja? Und ich habe den Eindruck gehabt, dass diese Dinge, die für uns normal sind und selbstverständlich, weil wir sie einfach benutzen, oftmals wirklich an der Kippe sind, dass sie uns benutzen. Mhm. Dass wir die Diener der Geräte sind. Mhm. Ja. Und wenn ich abhängig bin davon, dass ich die Zeit im Bild ziehe auf die Nacht, und wenn die Arme versammeln, dann denke ich, ich bin jetzt nicht informiert, es ist Zeit im Bild, dann bin ich in einem Abhängigkeitsverhältnis und das ist, was uns nichts mehr mit Freiheit zu tun hat. Ja. Das heißt, in erster Linie geht es dir darum, sehr bewusst was einzusetzen oder zu konsumieren. Ja. Du sagst nicht stur, kein Auto. Nein, warum sie das? Ein Auto ist ja auch nichts Schlechtes. Nein. Ein Auto ist was Sinnvolles eigentlich, ja, weil es ja Lasten transportieren kann, ja, wenn es notwendig ist. Ja. Das stimmt. Aber wenn es nicht mehr notwendig ist, dass ich nämlich nur mittransportiere anstatt, braucht kein Mensch ein Auto. Das stimmt. Ja, ist eben bei mir gerade ganz ein aktuelles Thema, wie vorhin schon erzählt. Ich werde jetzt mein Auto verkaufen. Das erste Mal überhaupt ohne Auto leben und in Wien funktioniert halt das super, weil ich fast überall mit dem Radl hinkomme oder mit den Öffis.
Es sind so ein paar einzelne Situationen, wo ich mir denke, mal Buchpräsentation irgendwo. Wie komme ich da hier? Aber ich glaube, das kann ich mir einfach nur nicht vorstellen. Ja, genau. Ich habe auch gedacht, um Gottes Willen, ich bin seit Mitte der 80er Jahre auf Tour. Immer mit dem Auto. Schrecklich, damit Autofahren ganz was Schreckliches, wenn man nur unterwegs ist mit dem Auto. Mhm. Ja. Und ich mir gedacht, wie geht es überhaupt, dass man irgendwo hinkommt, wenn man kein Auto hat? Mhm. Es geht ganz normal. Mhm. Es geht, wer Menschen wo hinkommen müssen. Ja. Das heißt, es ist meistens Zug. Oft fährt der Zug wirklich dort hin in die Ortschaft, wo ich spiele. Ja. Ein bisschen umsteigen. Ja. Machen muss man auf einen Bus wechseln. Und dann sind es meistens noch ein paar Schritte zu Fuß. Ja. Und das ist, wenn man gesund ist, ja, und zwar Fies hat, kein Problem. Mhm. Vor allem, du kannst die Zeit nutzen, wie du es ja in deinem Buch schreibst. Du kannst ein Büchel lesen, du kannst in der Zeit telefonieren dich mit etwas beschäftigen, was du im Autofahren eigentlich nicht solltest. Also, du sollst dich mit dem Autofahren beschäftigen. Ja. Das stimmt. Seit du eben dich verändert hast oder gewisse Umstände in deinem Leben, fühlst du dich freier? Nein, freier eigentlich nicht. Weil es ist doch so, dass wenn ich mit dem Auto hinfahre, wenn ich 5 Minuten später wegfahre, auch wurscht ist. Mhm. Beim Zug ist das nichts, weil da gibt es einen Fahrplan. Mhm. Ja, das heißt, ich muss um 13.03 Uhr in St. Pölten im Zug sitzen, weil sonst fährt der ohne mich. Mhm. Ja, das ist Abhängigkeit vom Zugfahrplan. Ja. Ja, aber wie schon eingangs besprochen, wenn ich das für mich gut finde, ja, weil ich dann die Freiheit im Zug habe zu machen, was ich möchte, ja, mich über keinen Stau ärgern muss, mir nicht deppert Radio ein muss, mhm. Schreiben kann, lesen kann, dann ist es mir das wert. Ja. Ja, diese Abhängigkeit vom Fahrplan. Mhm. Ja. Es war auch kein Versuch, wo es darum gegangen ist, jetzt frei von etwas zu werden, ja, weil ich habe jetzt Dinge ausgetauscht. Es ist nicht so, dass du jetzt, wenn du sagst, du hast kein Handy, möchtest aber trotzdem für die Menschen erreichbar sein, musst du wieder Festnetz. Ja. Das habe ich gemacht. Ja. Ja, das ist viel teurer als Handytelefon. Mhm. Das ist viel teurer. Es ist also, wenn ich heimkomme, ja, dann ist der Anrufbeantworter oft vollgequatscht. Das heißt, ich muss eine Zeit verbringen, wo ich Leute zurückrufen will. Ja. Ja? Ja. Da hat simuliert dieses Ding viel mehr Freiheit. Mhm. Ja, auch das Auto simuliert Freiheit, weil ich kann das benutzen, wann ich will. Ich kann dort hinfahren, wo ich möchte. Ja, ich kann dann telefonieren, wann ich will. Ich bin überall erreichbar. Mhm. Ja? Das stimmt, auf einer gewissen Ebene stimmt es, nur was ist der Preis dieser Freiheit? Mhm. Ja. Mhm. Und frei mit dem Auto, das war eigentlich der Irrglaube der Individualität im Verkehr, dass ich dann, wenn wir ein Auto haben, ja, eben nicht mehr abhängig bin vom Fahrplan, sondern dort hinfahren kann, wo ich will, wann immer ich will. Ja. Du kannst mit dem Auto nicht dort hinfahren, wo du willst. Du kannst mit dem Auto nur dort hinfahren, wo der andere einen Parkplatz hinbaut hat. Mhm. Weil sonst, was machst du? Wenn du kein Parkplatz hast, kannst du nichts machen. Ja, du kannst das Auto nicht mehr verlassen in Wirklichkeit. Das heißt, was oft oberflächlich noch Freiheit ausschaut, entpuppt sich dann bei genauerer Betrachtung als eine viel perfidere Abhängigkeit, als eine klar definierte Abhängigkeit. Mhm. Ja. Ja. Eben, und was muss man investieren, damit man sich das Auto zum Beispiel leisten kann? Wie viel Zeit muss ich opfern, vielleicht nur für ein Hocken, dem man keinen Spaß macht, damit ich mir das Stück Freiheit leisten kann? Ja. Ja. Aber du kannst ja für dich selber, weil du sagst, was kostet mir das eigentlich, du kannst ja für dich die Freiheit nehmen, dass du die Dinge anders bewertest. Dass ich zum Beispiel immer noch angefangen habe in meinem Leben, die Dinge, die ich haben möchte oder haben muss, ja, die ein Geld kosten, nicht bewerten nach dem Preis, was kostet das, sondern wie viel Energie kostet mich das. Mhm. Ja, ich habe irgendwann in meinem Leben angefangen, in Energie zu rechnen. Was für ein Energieaufwand, sowohl körperlich als auch geistige Energie, emotionale Energie, kostet mir das, damit ich das bekomme. Mhm. Und dann entscheide, steht sich das dafür oder nicht. Mhm. Ja, jetzt, wenn ich weiß, ja, dass, das war wahrscheinlich bei dir auch zeitlang in deinem Leben so, dass du eigentlich das Geld, was eigentlich Energie ist, ist gespeicherte Energie, das ist deine Leistung gewesen, die du gespeichert hast, bei mir genauso, ja, durch etwas erwirtschaftest oder bekommst, was dir Spaß macht.
Ja, du hast ja gern Fußball gespielt, eine Zeit lang. Irgendwann einmal war es wahrscheinlich vorbei, warum auch immer. Ja, aber du hast einfach gern gekickt. Ja. Und du hast die Gnade gehabt, das ist die größte Gnade, die man haben kann, dass man mit dem, was man macht, auch seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. Ich meine, ein besseres Leben gibt es gar nicht. Ja? Dann stehe jetzt 2 Stunden auf der Bühne, das ist schon anstrengend auch. Ja, ich muss das schreiben und so. Aber ich kriege trotzdem mein und spür auf der Bühne. Und das ist eine leibende Vorstellung, oder du hast ein leibendes Match. Was ihr gewinnst oder du gerade die Leistung bringst, kriegst du Energie zurück. Ja. Ja? Obwohl du beim Trainieren Energie aufwenden musst, trainieren musst, ja, ich muss schreiben, ich muss das proben, ja, aber du kriegst im Tun Energie zurück. Ja? Wenn jemand an einen Arbeitsplatz geht, ja, wo am Montag hingeht und sagt, was mache ich da eigentlich? Man tut runterbiegt seine 8 Stunden. Ja, und dann kriegt er nicht einmal Anerkennung oder merkt, dass irgendwas durch seine Energie, die er aufhält, wächst. Ja, oder was entsteht, dass er, wenn er den Arbeitsplatz verlässt, dass er sagt, das habe ich jetzt gemacht. Also ein Fliesenleger zum Beispiel, das ist ganz, offensichtlich. Der geht in einen Raum, da liegt keine einzige Fliesen. Wenn er um 5 Uhr aufhört, ist der halbe Raum mit Fliesen. Das heißt, er kann sich anschauen, was er gemacht hat. Das heißt, du kriegst, obwohl du Energie aufgehend hast, etwas Energetisches zurück. Ja. Nämlich eine Befriedigung, eine Zufriedenheit, das habe ich schön gemacht. Ja. Wenn du an einem Arbeitsplatz sitzt, wo du hingehst in der frühen Computer einschaltest, ja, du sitzt 8 Stunden mit Kaffeepausen, Rauchpausen dazwischen, mit Rutschen, irgendwie Zeitvergnügen, im Internet ein bisschen googeln, wenn keiner schaut. Ja, und du traust um 5 Uhr den Computer wieder an und gehst und es hat sich an diesem Platz nichts verändert, dann wird es irgendwann mal unbefriedigend. Dann kostet das nur Energie, du kriegst nichts zurück. Das heißt, ich probiere dann immer, bei allem, was ich tue, zu entscheiden, wie viel Energie könnte mich das kosten, ist eine Hochrechnung. Ja? Und was kann ich davon zurückbekommen? Ja? Ich glaube, dass wir in vielen Dingen falsch, einfach nur falsch rechnen. Auch. Und uns das oft in die Unfreiheit bringt, weil wir von einer falschen Rechnung abhängig sind. Verstehst du ungefähr? Ja, ich finde es extrem einen spannenden Ansatz. Ja? Ja? Weil unser System halt so funktioniert, okay. Also erstens schon mal finde ich ganz wichtig, dass man sich einmal überlegt, auch in Geld, wie viel Geld brauche ich eigentlich nicht und nicht, was gibt die Gesellschaft vor, was ich haben sollte. Das schon mal. Ja. Und dann eben in Energie zu rechnen. Und was für einen Aufwand habe ich dieses Geld? Ja. Weil ich sage, okay, ich habe gewisse Dinge zu bezahlen. Das ist wahrscheinlich eine Miete für eine Wohnung, zum Lebensmittel. Das sind ein paar so Energie, die man braucht. Ja. Also zum Heizen, was das kostet ein gewisses Geld. Ja. Und dann sage ich, okay, das brauche ich. Dafür muss ich diese Energie aufwenden. Na, spannend. Ja. Schon wieder was gelernt. Du hast das Stichwort schon gegeben. Beruf, Berufung. Wir waren ja beide in der schönen Situation, unser Lieblingshobby zum Beruf zu machen. Und es war, also in meiner Erfahrung war es eine extrem schöne Zeit, jahrelang, aber nicht mehr zum Schluss. Und ich habe auf unserer Weltreise einen kennengelernt, der extrem leidenschaftlicher Motorbootfahrer war. Also der hat... ja, ist selber gern gefahren und hat irgendwann gesagt, er möchte gerne auf einer Insel leben. Er ist dann nach Bali ausgewandert, hat sich ein paar Motorboote gekauft und hat die dann dort vermietet. Und dann da sind wir beim Ticketschalter in Indien zusammengekommen und dann haben wir sofort nach ein paar Minuten das Philosophieren angefangen und er hat dann gesagt, ja, pass auf, ob du deine Passion zu deinem Beruf machst, weil es wird dann irgendwann normal und irgendwann schätzt das nicht mehr. Und das wollte ich dich fragen, wie das bei deiner Schauspielerei war. Erstens das und vor allem zweitens, hat sie sich dann verändert, wo du den Druck gespürt hast, mit dem jetzt deinen Lebensunterhalt verdienen zu müssen? Weil angefangen hast du ja anders, angefangen hast du ja, weil es ein Gaudi war, oder? Na, pass auf, du hast gesagt, dass wir das eigentlich gleich gemacht haben, dass wir unser Hobby, unsere Leidenschaft zum Beruf gemacht haben. Ja? Das stimmt bei mir nicht. Okay. Nein, weil meine Leidenschaft, wie ich 12 Jahre war, ich wollte Motorradrennfahrer. Ja. Ja, irgendwann die Gelegenheit habe, mit einem Motorrad zu fahren, Motocross, und haben mir gedacht, das ist so geil und das möchte ich mal werden, ich möchte Motocross einfahren. Ja? Das wäre eigentlich mein Hobby und das ist noch immer meine Leidenschaft, mein Hobby. Ich tue es nicht gerne noch Motorrad fahren, so im Gelände, also auch auf der Straße. Also ich habe nicht meine Leidenschaft zum Beruf gemacht, weil im Unterschied zu dir nicht schnell genug gefahren bin. Ja, also ich hätte einen irren Aufwand gehabt und vielleicht einmal und hätte viel Ängste überwinden müssen, weil ich mich immer angeschissen. Aber an gewissen Punkt habe ich mir gedacht, das ist mir jetzt gefährlich, so weit dort rauszuspringen, weil da könnte ich mir wehtun. Okay. Und das hat mich davor bewahrt, Motorradrennfahrer zu werden, vielleicht. Ja. Ja. Ich bin zu den Rennen gefahren, aber im Hobbybereich. Ja.
Und bei dir war es jetzt so, du hast dieses Talent dafür. Ja? Ich habe dann aber ganz was anderes erkannt in meinem Leben, während ich noch in einer technischen Schule gesessen bin, ja, weil ich glaubte, ich musste machen, damit ich dann meine Motoren besser frisieren kann, habe ich gemerkt, dass ich ein Talent habe, von Menschen zu reden. Mhm. Deutschunterricht, Referate, alle anderen haben da scheiß Referat immer drauf gefreut. Und ich habe es gut gemacht. Und ich habe gemerkt, ich brauche dazu keine Energie. Ich kriege Energie zu, wenn ich Referat habe. Und dann bin ich gesessen und sage, okay, was will ich in meinem Leben eigentlich? Ja, will ich was machen, wo ich darum kämpfen muss, wo ich schauen muss, dass ich dort gut wäre? Oder will ich was machen, was ich sowieso kann? Mhm. Wenn ich was sowieso kann, nein, dann bin ich ein Fallsack in dem Fall, dann mache ich das, was ich gut kann. Von selber. Ja, ich muss es nur verfeinern. Und deswegen bin ich dann zum Theater gekommen, weil ich einfach merke, ich kann das. Wie alt warst du? 18, 19. Okay. Ja? Also davor war nie so der Traum wie Schauspieler. Nein, ne? Das war überhaupt kein Thema. Obwohl mein Vater in einem Theater gearbeitet hat, oder wenn ich als Schauspieler sondern beim technischen Personal. Ich habe das Theater gekannt, das schon. Ja? Ja. Vielleicht hat das auch mich beeinflusst und mir die Angst genommen, vor Leuten zu reden, weil ich ja Leute kennt, ob die vor Leuten reden, das ist ganz normal. Ja. Ja? Aber das Talent ist irgendwie da. Warum auch immer. Ich will gar nicht fragen, warum das so ist. Aber es ist ganz einfach so. Ja? Und ich tue mir leicht dabei. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und das, was der mit dem Motorboot gesagt hat, man muss sehr aufpassen, also wenn etwas deine Leidenschaft ist, deine Passion, ja, dass in dem Moment, wenn es zum Beruf wird, Normalität wird. Ja. Es wird erst einmal Normalität und du erkennst, und das ist das große Problem in der heutigen Zeit. Ich habe jetzt vor kurzem mit einem Biobauern gesprochen, denn seine Passion, Leidenschaft ist, biologisches Gemüse anzubauen. Ja. Mhm. Und er sagt, das, was ich aber am meisten machen muss, ist Formulare ausfüllen. Er ist nicht Biobauer geworden, um Formulare auszufüllen. Mhm. Ja. Und das ist dann der Punkt, wo es das, was es eigentlich ist, ja, nicht mehr ist. Weil dann einfach Sachen dazukommen, die mit dem, was es wirklich ist, mit dem Motorboot fahren, nichts zu tun haben. Weil dann sitzt du auf einmal Steuererklärungen machen, musst mit Versicherungsleuten wahrscheinlich reden und lauter Scheiß machen. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, wie es bei dir beim Gicken war, vielleicht hast du dann erkannt, ja, dass es eigentlich nicht nur ums Gicken geht, sondern genau, dass es dann viel anderen Scheiß angeht, was nichts mit dem Gicken zu tun hat. Ja? Genau das war der springende Punkt. Genau. Ja. So die pure Leidenschaft am Spiel an sich, das mich ja, so stark gemacht hat oder das halt immer so Spaß gemacht hat, das ist halt immer mehr in den Hintergrund geraten, eben durch Sponsorentermine und Journalisten und. Ja. Das will gar nicht mehr ja, so viel eingehen. Ja, aber das ist genau das, dass eigentlich dann rundherum Sachen machst und das ist bei meinem Beruf, den ich dann gewählt habe, weil ich mir leicht tue, ich kann vor Leuten reden, mir macht es dann totalen Spaß. Also für mich ist eigentlich immer die größte Freiheit in meinem Leben, sind die 2 Stunden, wo ich auf der Bühne stehe. Mhm. Weil da bin ich, da ist nichts. Da ist nichts außer das, was ich tue. Da bin ich gegenwärtig, da bin ich achtsam. Da gibt es keine Unterbrechung, außer diese eine Pause, wo ich dann in die Garderobe gehe. Ja. Aber du hast es ja gesehen, ich rede 50 Minuten, mache 20 Minuten Pause und rede wieder 50 Minuten. Und in diesen 50 Minuten gibt es keine Unterbrechung. Mhm. Das ist geht durch, ich bin in dem, was ich tue. Mhm. Und das ist für mich Freiheit. Mhm. Da läuft kein Handy, da ruft keiner an, da stört mir keiner. Ja? Da muss ich kein Formular ausfüllen, da muss ich an nichts denken, ich muss das nur tun. Mhm. Und das ist für mich Freiheit. Mhm. Ja? Und es gibt keinen größeren Freiraum für mich als die Bühne. Mhm. Wo ich dann gemerkt habe, was ich nicht aushalte, ist der ganze Schnickschnack rundherum, der passiert, wenn du so einen Beruf willst wie ich, dann wirst du plötzlich prominent. Wenn ich die Leute kenne, was ja klar ist, weil wenn ich da öffentlich was tue, bin ich prominent. Mhm. Und die Menschen sind dann sehr seltsam, wenn sie jemanden vom Fernsehen kennen, ist das vom Fernsehen, also vom Fernsehen, ja. Und dann sind halt viel Scheißsachen dazugekommen, die nicht macht, dass man zu dieser Premierenfeier dort hingehen muss und dort und schließlich. Und ich glaube, man muss das machen, wenn es so dazugeht. Ja. Bis dann, wenn man das braucht, man alles nicht. Mhm. Das Einzige, was ich machen muss, ist sagen, ich spiele am so und so vielten in Gasten bei Steyr. Mhm. Ja. Du musst einen Veranstalter geben, der die Karten verkauft und dann komme ich in die Spiel. Das muss ich machen, welches will. Mhm. Ja. Alles andere muss ich nicht. Ich kann mich freiwillig entscheiden. Ja. Ja. Ich kann sagen, okay, ich nütze die Gelegenheit, wenn ich in Oberösterreich bin, dann bin ich bei einer Radiosendung am Nachmittag zu Gast am Weg. Ja. Mhm. Das muss ich auch nicht. Ich muss nicht irgendwas reden im Radio. Ja. Ich kann es, aber ich muss es nicht. Mhm. Und das ist für mich die Freiheit. Ja. Und wenn wir in einer Zeit leben, wo das, was es eigentlich ist, durch ganz andere Dinge, die mit dem, was es ist, nichts zu tun haben, sondern systemische Probleme sind, die vermisst wird,
dann sollten wir als Gesellschaft nachdenken, wie wir uns die Freude an dem, was wir eigentlich tun, wieder zurückholen. Mhm. Ja? Mhm. Weil da sind wir jetzt beim Thema, da sind wir in einer Abhängigkeit von etwas, was scheiße ist. Es ist ein Unterschied, ob ich ein Biobauer bin und abhängig bin von meinem Boden. Ja? Vom Wetter, wie es ist. Ja? Vom Wasser, wie viel es regnet. Ja? Von Ungeziefer. Ja? Das ist eine Abhängigkeit, die gehört aber zum Biobauer sein dazu. Aber ja. Abhängigkeit von der Bio-Austria-Kontrolle, vom EU-Kontrolleur, ja, vom Marketing, wie du deine Produkte verkaufst, ja, das ist eine geschissene Abhängigkeit. Mhm. Das haben wir wieder da oben am Anfang eigentlich holen. Mhm. Ja, und wir bauen uns, glaube ich, in ganz, ganz vielen Bereichen immer mehr Abhängigkeiten von Scheiß. Mhm. Von Dingen, die nichts, die irgendwelche Regeln aufstellen, die aber mit dem, was ist, nichts zu tun haben. Mhm. Warum macht man das? Das ist, wenn ich das wüsste. Ah, super, dann geht das jetzt so. Ja. Warum das irgendwann passiert ist, dass das rundherum, ja, diese Blase, die um etwas gebaut wird, einen derartigen Wert bekommt, das weiß ich nicht. Mhm. Das ist mir absolut unklar. Ich glaube auch vielleicht deswegen, weil möglicherweise ist es so, und da hast du das große Glück, dass du im Sport das, glaube ich, nie so erfahren hast, weil da zählt schon noch das, was es ist, die Leistung. Also wenn du schlecht gehst, mhm, ja, ist nur eine Frage der Zeit, und du bist kackiger mehr. Mhm. Ja? In meinem Job zum Beispiel, ein Schauspieler kann sich irrsinnig lang, obwohl er kein guter Schauspieler ist, trotzdem über Wasser halten. Weil er eben dort zu Gast ist, bei der Sendung und so, und beliebt, der Prominente, Geschichte, das geht. Im Sport geht das nicht. Dort sind dann wirklich. Also ja, in Ansätzen geht es schon. Ja. Beim Mannschaftssport geht's, nämlich noch mehr wie beim Einzelsport. Genau. Ja, aber wenn du jetzt bist, wenn du jetzt sagst, du bist ein 100-Meter-Läufer, dann zählt das, wie schnell du 100 Meter rausläufst. Ja. Alles andere. Mhm. Ja. Und umso komplexer der Sport dort wird, und Fußball ist so, was ich so beim Zuschauer, so komplex, dass ich es manchmal nicht verstehe. Mhm. Ich sehe zwar, da wird der Ball nicht hergespielt, wo sie jetzt für eine Taktik haben, was die machen, kenne ich mich nicht aus. Ja, umso komplexer es wird, umso anfälliger ist das System ja, auf Scheiß, so jetzt. Ja, umso klarer etwas ist, ja, da gibt es keine Diskussion. Mhm. Es gibt keine Diskussion. Ja. Wenn einer Bankel drucken kann, 180 Kilo, dann kann er 180 Kilo. Mhm. Und wenn einer nur 160 hat, das hat dann nichts, der sagt, ah, das Gewicht ist nicht gut ausbalanciert, das ist bedeutungslos. Mhm. Ja, oder der Windgang, das gibt es alles nicht. Nein, das stimmt. Ja, ist interessant, und das kann man das aus dem Sport dann ja auch super eigentlich in unserer Gemeinschaft umlegen. Und du sagst ja immer, wir müssen wieder kleiner werden, oder? Denn nicht, erstens einmal nicht auf die da oben schimpfen, sondern wir im Kleinen einmal für uns selber einfach besser machen und wieder bewusster leben. Und also das ist auch eine der Fragen, die ich mir überlegt habe für dich, weil du ja sehr kritisch dem bist, was da passiert und dem fremdgesteuerten System. Und oft merke ich aber auch in meiner Community, dass viele sich sehr ohnmächtig fühlen. Okay, wie kann ich mich da jetzt wehren? Also was sind so die ersten kleinen Schritte, um sich dagegen zu wehren und einfach wieder bei sich zu sein oder halt in seinem kleinen Umfeld da was zu verändern? Ich glaube, dass es keine Patentlösung gibt, die für jeden gilt. Das ist so, wenn du mich fragst, hören Sie, ich habe jetzt Übergewicht, so und so viel, was für eine Diät empfehlen Sie mir? Ja? Ich kann dir keine Diät empfehlen, obwohl in unseren Köpfen drin ist, dass es ideale Diäten gibt. Ja, ja. Es gibt ja immer wieder neue, jetzt gibt es die Ananas-Diät, dann gibt es die Steinzeitnahrung, das und das und das. Ja. Ja. Eine Diät für einen Menschen ist wie ein Maßanzug. Das muss auf dich zugeschnitten sein. Das heißt, weil jeder hat einen anderen Enzymhaushalt, andere Hormone, einen anderen Stoffwechsel, jeder funktioniert anders. Jeder Mensch ist eigentlich, obwohl das gleiche ist wie die anderen, doch anders. Du kannst nicht sagen, für dich ist gut, wenn es nur Gemüse ist, für einen anderen, du musst nur Fleisch. Es muss auf dich passen, du kannst nicht pauschal sagen. Ja? Mhm. Also jetzt zu sagen, liebe Menschen da draußen, ändert das, dann ist alles gut. Hier muss man mal, und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Ich muss einmal die Zeit nehmen, ja, mich irgendwann mal hinzusetzen. Ja. Das kann man oft nicht zu Hause schaffen, weil da immer Rambazamba ist. Wenn man Familie daheim hat, Kinder, man kann das auch nicht am Arbeitsplatz. Man muss sich wirklich einmal, wenn man frei hat, und frei sein heißt ja für uns immer Urlaub haben zum Beispiel. Ja. Was machen wir im Urlaub? Es ist durchgeplant. Es ist wieder eigentlich ein Stress für den Organismus. Ja. Eine Flugreise, was auch immer.
Weil sie den Mut haben, einen Urlaub zu nehmen und sagen, okay, ich nütze den nur, um mich irgendwo hinzusetzen, ja, und einmal nachzudenken. Mhm. Ja, in mich die Reise nicht nach außen zu machen, nicht das Internet auf, dann dort schauen, was für gute Ratschläge gibt, sondern einmal in mich die Reise machen. Mhm. Ja, und eine Frage stellen, und die werde ich dir dann auch stellen, wenn du bei mir zu Gast bist in meiner Sendung. Ja, was ist für dich ein gutes Leben? Mhm. Schreib dir das auf. Was ist für dich, wie, wenn du jetzt sagst, okay, ich könnte so machen und ich lebe jetzt genau das Leben, was ich jetzt momentan leben möchte. Mhm. Ja, wie schaut das für mich aus? Mhm. Das wird für jeden Menschen anders ausschauen. Ja, einer sagt, okay, ich möchte eine Weltreise machen. Ja, ich möchte die Welt kennenlernen. Ein anderer sagt, nein, ich möchte endlich einmal mehr Ruhe. Ich möchte eigentlich nur in einem Loch sitzen und nichts hören von der Welt. Ja. Mhm. Ein anderer sagt, ich möchte annehmen. Ein anderer sagt, ich möchte meine Familie los. Meine Alte geht mir am Arsch, die Kinder. Ich muss, wie komme ich denn da raus? Was auch immer. Ja. Mhm. Was wäre für mich ein gutes Leben? Ist es ein Berufswechsel? Ist es was anderes? Aber wenn ich eine Krankheit habe, sage ich eigentlich diese Schmerzen, die habe ich, möchte diese Schmerzen loswerden. Ja. Mhm. Ich muss es für mich definieren. Ja. Und dann die zweite Frage, die werde ich dir dann auch stellen, ist, und was läuft momentan falsch, dass ich dieses gute Leben nicht leben kann? Mhm. Und dann muss ich schauen, was hindert mich dran? Ja? Und dann muss ich mir die Frage stellen, was kann ich daran ändern? Kann ich diese Dinge, die mich hindern, mein Leben, so wie ich es eigentlich leben möchte, wie ich es jetzt spüre, in der Zeit der Ruhe, wo ich darüber nachdenke, ja, was hindert mich, was für Dinge sind das? Bin ich eigentlich ich selber, der in meinem Weg steht? Sind das wirklich andere Leute von außen? Sind es systemische Probleme? Sind es die Schulden, die ich mir angehäuft habe in meinem Leben? Weil ich glaube, da muss ein Haus haben, muss aber nicht leisten, genau, über Hypothek. Ja, was auch immer. Ja. Und das sind so die Fragen, die man sich einfach dann stellen muss. Ganz einfach. Was will ich? Wo ist das Problem? Wie löst ihr das Problem? Es ist eigentlich eh ganz was Simples. Mhm. Es ist immer, das ist eigentlich dann, das ist dann fast wie ein Instinkt. Ja? Mhm. Nur ein Viech macht das ohne Denken. Das steht da, sagt, okay, was will ich? Hunger. Körper braucht Energie. Gut. Was hindert mich? In meinem Umkreis keine Beute. Das heißt, was muss ich tun? Ja? Ich muss jetzt rennen, woanders hin, damit ich die Beute kriege. Ja. Ja. Das ist eigentlich immer das Prinzip. Und das sollte eigentlich auch jeder machen. Und dann wird es spannend, wenn ich für mich gefunden habe, okay, das will ich, das ist mein Weg, das müssen die ändern. Und ich finde dann irgendwo Gleichgesinnte, die auch so funktionieren, ja, dann kann ich mit denen eine Gemeinschaft gründen. Mhm. Ja, das muss nicht einmal jetzt eine Gemeinschaft an einen Ort gebunden, sondern einfach das Ganze eine Vernetzung, ja, wo man sich austauscht, wo man sich hin und wieder trifft, wo man sich gegenseitig hilft. Mhm. Ja, dann finde ich Gleichgesinnte, die ähnlich denken. Weil wenn du mit deiner Art, wie du leben möchtest, in einem Umfeld bist, das ganz anders funktioniert, bist du immer der am Rand steht. Du bist immer draußen, bist immer neben der Spur und alle sagen, naja, der Fall. Ja? Das heißt, du musst einfach deinen Bereich suchen. Ja. Ja? Und dann ist das Allerwichtigste, und da sind wir jetzt bei klein, weil du gesagt hast, klein und groß ist klein besser. Ja? Und diese kleine Gemeinschaft, ja, so wie sie jetzt tut, für sich ihr Glück finden, ja, da dürfen sie nicht anfangen zu sagen, wir haben recht. Mhm. Wir wissen, wie es geht und die anderen sind die Blöden. Mhm. Das passiert dann meistens. Dass man ein Lebenskonzept hat, ja, eine Ideologie im Kopf, wir wissen jetzt, wie es geht, was für uns passt und sagen, alle anderen, die nicht so leben, ja, das sind ja alle. Die Menschen sind ja blöd, das ist ja. Weil dann sind wir dort, wo wir eigentlich sind. Mhm. Dann entsteht Konflikt, ja, und darum sollte man Weltbilder einfach respektieren und nicht sagen, das ist ein schlechtes Weltbild. Das ist, würde für mich nicht passen, aber wenn es für die Gemeinschaft passt, ja. Weil du angesprochen hast, wenn du anders tickst oder so tickst, wie du einfach tickst, aber dein Umfeld nicht mitspielt, kann es schwer werden. Inwiefern hat sich dein Umfeld verändert in den letzten Jahren, wo du dich ja verändert hast? Es ist sicher so, dass im Laufe der Zeit Beziehungen, die ich gehabt habe, Freunde, ja, berufliche Beziehungen, ja, verschwunden sind und andere dazugekommen sind. Logischerweise. Ja. Es sind ein paar, die sind aufrecht, die bestehen. Ja. Aber das ist auch normal. Wenn du in deinem Leben was veränderst, ja, in einem anderen Umfeld unterwegs bist, ja, dein Denken verändert hast, dann kannst du mit dem anderen Weltbild relativ wenig anfangen. Das, glaube ich, kennt auch jeder. Wenn du irgendwo aufwuchst, bist mit Jugendlichen in einer Partie, bist mit einem Schulgang, vielleicht, das war dein bester Freund. Ja? Dann irgendwann einmal
wirst du Gegner, der macht ganz was anderes, nach 30 Jahren trefft sich wieder irgendwo an einem anderen Ort im Urlaub zu sein, das kann nicht sein. Wie will er nochmal? Bitte, hörst, gehen wir heute essen, reden wir. Und nach einer halben Stunde geht der Gesprächsstoff aus, weil du nicht mehr weißt, was du mit diesen Menschen reden sollst. Nicht, weil der ein anderer Mensch geworden ist, weil er in anderen Rahmenbedingungen lebt und ein anderes Weltbild hat. Das heißt, das ist nicht mehr kompatibel. Und da muss man es auch lassen. Das stimmt. Ja. Ich meine, weil du gesagt hast, beruflich, aber ist dir das privat im ganz engen Umfeld auch passiert, dass ihr getrennte Wege gegangen seid? Und vor allem, wie bist du damit umgegangen, wenn es passiert ist? Ist das schmerzvoll? Ist das normal? Leicht? Wenn man eine Veränderung, ja, die oft mit einem Verlust einhergeht, weil wenn ich etwas verändere, muss ich zuerst was aufgeben, damit ich was dazugeben kann. Nicht? Das heißt, wenn du jetzt vom Spiegel stehst, weil du heute auf die Nacht fortgewusst und überlegst, was ziehe ich mir heute an, das muss man wahrscheinlich nicht oft machen, aber es gibt Leute, die machen das, die Hose mit dem, oh, die Hose war schön, nicht? Sagst, nein, ich nehme da ein anderes Hemd, dann merkst du, zu dem passt aber die Hose nicht, du musst ja die Hose, aber dabei ist es meine Lieblingshose, du musst von dieser Hose loslassen. Wenn du nichts sagst, du kannst ja zwei Hosen ineinander anziehen. Das heißt, du musst, wenn du was veränderst, in Kauf nehmen, dass du was verlierst. Ja? Ja. Oder vielleicht kriegst du ja was anderes. Mhm. Ja? Und so ist es, glaube ich, auch in Beziehungen. Das ist einfach, das ist ja, Leben ist eigentlich ein Prozess. Es ist immer in Bewegung. Es ist nicht so, dass es jetzt so ist und es ist. Das ist mein bester Freund. Ja? Irgendwann ist es nicht mehr dein bester Freund oder dein bester Freund. Es ist nicht mehr dein Lebenspartner. Es ist nicht mehr dein Ehepartner. Es ist ein anderes Leben, das wir führen. Ja? Aber das kann ja auch ohne Schmerz passieren. Das kann einem, leider meistens ist es ein Streit. Nicht? Weil einer Recht hat, wie das er jetzt Recht hat mit seiner Würzsicht. Das ist nicht so, beide haben Recht. Ja? Nur dann muss man es eben lassen, dann muss man den Mut haben. Nein, ja, loslassen. Ja, genau loslassen von Dingen. Ja? Das stimmt. Ja. Ja. Das ist generell eben, das ist gerade auch so mein Thema in den letzten Wochen und Monaten. Das war die Kickerei, von der ich losgelassen habe, vor 2 Jahren, aber so richtig dann auch erst später abgeschlossen habe. Es ist mein Auto, von dem ich jetzt loslasse, es ist meine Wohnung, die jetzt im Riedl loslasse und übersiedeln wir jetzt nach Wien. Ja. Und ich glaube, dass das uns alle immer wieder begleitet und dass das auch nie abgeschlossen ist, das kommt immer wieder. Und letzten Endes müssen wir alle vom Leben loslassen. Das steht uns allen bevor, keiner weiß, wann das ist, aber es wird irgendwann passieren, dass man sagt, okay, Ende. So schaut es aus, ja. Ja, Roland, hat echt Spaß gemacht, war eine coole erste Erfahrung, einmal selber zu interviewen. Okay. Und also wenn ich möchte jetzt noch auf deiner Liste, Entschuldigung, wenn ich jetzt frage, wenn du sonst noch auf der Liste? Nein, nicht jetzt wegen Interviews, aber also die Liste ist generell, das ist nicht explizit jetzt für einen David Alaba zum Beispiel, den auch du kennst, oder? Unseren Kicker. Vom Namen her. Ja, vom Namen her. Der ist also jetzt gerade verletzt hat im Team, dann steht da zum Beispiel drauf der Jürgen Klopp, das ist ein Fußballtrainer von Dortmund, die sind die Leute aus dem Fußball, dann aber auch der Arash Riahi, der mit uns bei der Barbara Stöckl war, den ich extrem spannend finde, den ich unbedingt interviewen möchte, also aus ganz vielen verschiedenen Richtungen. Ich möchte jetzt nur eins vorlesen aus dem Buch, das Leb wohl Schlaraffenland, da bin ich gerade mittendrin, zum Thema frei sein, und dann würde ich gern, dass du abschließt, weil ich sage dann immer zum Schluss, ja, frei sein bedeutet das und das, und dann versuche ich halt das so kurz wie möglich zu halten, im Optimalfall mit einem Satz, weil das wird dann auch der Titel dieses Videos sein. Und davor möchte ich auch noch vorlesen, was ich da gelesen habe, weil ich das ganz cool finde. Viele glauben, Freiheit sei es, durch Einkaufszentren zu schlendern und frei zu sein, alles zu kaufen, was man will. Die wirkliche Freiheit ist, wenn du durch ein solches Shoppingcenter gehst und dort nichts findest, was du brauchst. Das ist in meinen Augen Freiheit. Das finde ich extrem cool. Und jetzt bitte schließ unser Gespräch ab. Mit frei sein bedeutet für Roland Thüringer? Frei sein bedeutet für den Herrn Roland Thüringer, Abhängigkeiten anzunehmen und zu akzeptieren. Und in einer Abhängigkeit das Gefühl zu haben, frei zu sein. Erst wenn ich eine Abhängigkeit ablehne, bin ich unfrei. Schön. Ja. Hat Spaß gemacht. Oder? Wir sehen uns und bald. Wir sehen uns bald auf Puls 4 bei deiner neuen Show, die wahrscheinlich Anfang Mai ausgestrahlt wird und gültige Stimme heißt. Genau. Cool. Gut. Danke. Bis bald.